schon mal was geht. Willkommen zu diesem wunderschönen Vlog. Wir haben gerade die Jungs aus Stuttgart hier, unter anderem auch Peter. Wir jumpen direkt rein ins Geschehen. Meine Freunde, gleich kommt meine Cousine und alle werden auf diesen gottverdammten Fortnite-Kuchen reagieren. Aber jetzt möchte ich erstmal wissen, Peter, kannst du mir vielleicht erklären, wo mein Hintergrund hin ist und generell, also hier ist jetzt alles schwarz, wo sind die Sachen? Die habe ich halt alle gelöscht. Die Dateien hast du wirklich gelöscht? Ja. Du hast Dateien von meinem Desktop gelöscht. Du hast mich beleidigt und hast gemeint, ich habe dein Mikrofon kaputt gemacht, was aber nicht stimmt, wenn du mal dahin filmst. Kannst du mal kurz dahin Peter, filmen? Peter, hallo, Peter, das war ein Witz. Das war ein Witz. Du kannst dich einfach Dateien von meinem PC löschen. Ist aber halt so. Wo sind die? Ich habe schon einen Papierkorb geguckt, da ist nichts drin. Hast du den geleert? Ja. Junge, bist du behindert? Du kannst doch nicht einfach... Okay, hast du hier irgendwo einen Ordner versteckt oder sowas? Kannst gerne mit STRG-A alles markieren und dann würdest du auch versteckte Ordner finden. Aber es kommt ja nichts. Ich habe einfach alles gelöscht. Peter, Digga, das kannst du nicht machen. Ich aber jetzt so. Und jetzt darf ich weiter in den Fußball gucken, weil... Na, hast du dich angeschlagen? Hat's weh? Du hast dich jetzt zweimal angeschlagen. Wo sind meine Sachen? Soll ich dir zeigen? Ich zeig's dir wirklich, okay? Oh. Oh, Junge. Oh. Okay, also Leute, nebenbei wird auf jeden Fall hier gerade eine Menge gedreht. Peter, dann kommen wir euch auch wieder raus, das passt an der Stelle. Vielen Dank. Ja, was soll ich sagen? Es geht momentan super, super viel bei mir down. Ich erkläre das ganz kurz. Was ist das? Genau, da gehört es hin. Danke dafür. Büroumzug steht an. Wir haben komplett seit 2 Tagen wieder Crewzember hier gedreht und es ist wirklich anstrengend. Meine Nerven liegen blank. Lukas gerade noch hier und gleich, wie gesagt, kommt meine Cousine nochmal vorbei und dann wird nochmal ganz kurz von allen Leuten auf diesem Kuchen hergeht. Alle machen ein kleines Tasting und so weiter und so fort. Ich dachte mir, ich schiebe diesen kleinen Vlog einfach zwischen. Tolle Idee, oder? Komm, Leute, wir gehen mal ganz kurz. Ich vlog gerade, ist kein Problem, oder? Junge, die Jungs! Alter. Wir gehen mal ganz kurz hier nach nebenan. Gucken, was der kleine Easy macht. Ja? Alter. Hi! Soll ich erschrecken? Na, ich mach gerade einen Vlog. Was geht? Nein! Och nö! Ich hab doch gerade erst eine aufgemacht. Nee! Och. Das ist die Box. Komm mal rum, Thomas. Also Leute, Easy plant gerade seine Box, wie ihr sehen könnt. Ich würde das Erste, was ich machen würde, ist generell mehr Zeitungen vors Fenster. Viel mehr Zeitungen, ja. Aber halt auch immer tagesaktuell. Das wird super aufwendig, weil du die immer tagesaktuell kaufen musst. Ja. Mehr Rewis rein. Mehr Rewis rein. Darf ich einmal gucken, was es an Assets gibt? Nur einmal schauen. Komm, nee. Lass mich einmal gucken. Ey, das ist noch nicht gespeichert, ne? Ja, ich weiß. Ich will ja nichts. Ich will nur gucken, was es hier so gibt. Ach, Mann. So, dann stellen wir mal hier zum Beispiel. Wie mache ich das? Das ist nicht mehr gekauft. Ich hasse. Dann muss ja oben runter. Ah, okay. Ah, sehr schön. Einen Ofen brauchst du, glaube ich, auch. Den würde ich dann hier hinpacken. Mhm. Daneben direkt die Waschmaschine. Mhm. Du, jetzt hier. Ach, du Doppelblock, Alter. Alter, Doppelblock. Okay, warte. Jetzt ein Klo. Ganz. Was ist das für ein Bett? Hast du jemals so ein Bett gesehen? Das Klo schwebt, guck mal. Was machst du? Ich finde es super. Danke, danke dafür. Wir sehen Vielen uns Dank, dann Ace. Also, Leute, wie gesagt, geil. Komplett. Ich glaube, es ist einfach mal an der Zeit hier. Ein bisschen. Ja, jetzt ist es quasi der letzte UFO-Block wahrscheinlich. Ich meine, der Umzug, der wird ja auch nochmal mitverfolgt. Aber klar, es ist halt echt jetzt schon was länger her, dass ich hier nochmal geblockt habe. Irgendwie, ich mache das jetzt einfach mit der Suche, das wird einfach mit dem Gottverdammter One-Taker. Da muss man natürlich auch gucken, dass der Content halt irgendwie stimmt. Und dann kann man auch einfach mal das, was Kalle damals angefangen hat, zu Ende bringen und die Wand fertig streichen. Denn, wisst ihr Leute, das UFO ist im Großen und Ganzen einfach für mich eine unglaublich geile Zeit gewesen. Und es hat super viel Spaß gemacht hier. Ihr seht auch schon wieder die Jungs aus Stuttgart vom Crewzember, die haben ja auch echt eine Menge, Menge Spaß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich freue mich auch auf ein neues Büro. Ich mache jetzt hier einfach mal ein bisschen Real Talk, während wir hier quasi Kaluns Projekt mal zu Ende bringen. Auch nochmal ein riesen Shoutout an ihn, dass er es wirklich geschafft hat, dieses wunderschöne Zimmer so einzurichten, als hätte hier wirklich ein drogenabhängiger Meth-Süchtiger einen kompletten Totalausfall gehabt. Ich habe auch schon mich gefragt, was passiert mit diesem Kinosessel und so weiter und so fort. Es gibt noch so viel Kram hier aus dem UFO, meine Freunde. Ich habe auch wirklich überlegt, ich habe selber sehr viele Möbel und einzelne Stücke, die ich habe ich auch schon mal auf Twitter, glaube ich, angekündigt. Ich hole mal kurz Peter, warte mal, Peter. Peter! Ich muss die Wand streichen, komm. Einzelne Sachen, die auf jeden Fall von mir her kommen. Wir streichen halt die Wand hier länger, komm. Nee, ich mach dich nicht voll. Guck, ich streich wirklich. Ich mein's ernst. Ja, ich streich die Wand. Naja, ich vertraue dir nicht. Gib mir das Ding. Ich vertraue dir einfach nicht. Ich habe mir auch das Blaue kaputt gemacht. Nee, das machen wir lieber nicht. Also Leute, wie gesagt, die ganzen Sachen aus dem UFO habe ich halt schon überlegt zu versteigern. Jetzt sind ja natürlich komplexer Boden, da muss man ein bisschen aufpassen. Nee, Peter, mach keinen Scheiß. Peter, mach keine Peter, ohne Witz, nee. Ja, die Wände. Nee, Digga, das ist keine Wand, das ist ein Fenster. Was? Das ist ein Fenster. Echt jetzt? Ja, Fenster und Wand ist ein Unterschied. Fenster ist durchsichtig, Wand ist stabil. Ja, okay, komm her. Peter! Achso. Wie gesagt, das ist auch immer ganz gut, wenn man sich einen Hilfsarbeiter dazu holt, die hier dann noch helfen. Palle, wir bringen dein Projekt auf jeden Fall zu Ende. Und dann freue ich mich auf jeden Fall auf ein neues Büro. Ich wollte, wie gesagt, ein bisschen überlegen. Wie gesagt, ich hatte überlegt, danke dafür, Peter, wirklich. So, gerne. Die ganzen Sachen aus dem Büro tatsächlich zu...
versteigern, die ich nicht mehr brauche für einen guten Zweck. Es gibt halt sehr viele Sachen, wie zum Beispiel Stühle, Möbel und so weiter und so fort, die von uns oder auch gerade von mir halt nicht mehr gebraucht werden. Und da habe ich natürlich überlegt, das für den guten Zweck nochmal irgendwie locker zu machen. Sagt mir auf jeden Fall mal gerne, ob ihr das gut findet oder eher so nicht. Kann ich in die Wand schreiben, ich vermisse Paluten? Geht zu weit, oder? Wir schreiben es einmal noch hier hin. Miss you. Miss you. Alle. So, jetzt gleich gibt's Kuchen, Leute. So viel auf jeden Fall zum neuen Büro. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von meiner Idee haltet. Rest in peace, Bruder Paluten. Wir sehen uns bald wieder. Und ich glaube, es hat schon ein Pingel. Ach nee, es ist Jody, Leute. Hallo Simon, hi. Hallo. Hey Luca, gehst du schon? Ich will raus. Ja. Möchtest du vielleicht noch kurz was in meinem Video sagen? Nein. Dann geh bitte. Mach's gut. Ja. Ich bin keine Freunde. Leute, sind Freunde. Ah! Ja? Sascha! Was denn? Oh. Ich sauf den Boden! Ey, ich sauf den Boden! Ich sauf den Boden! Beruhig dich! Für die Leute, die dich fragen, was ich den ganzen Tag mache. Au! Oh. Oh. Und den er gewinnt! Und den er gewinnt! Was? Holy moly, guck mal ins Licht. Ist echt? Dafür kriegt Nico jetzt vorne noch die Fresse. Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Ah! Jetzt, jawohl, Stativ! Was richtig? Richtig, die Schubkarte! Hä? Er ist doch gut, Alter! Wir sind doch im Team, oder? Oh, damn! Hey, Peter! Schaut euch diesen Kuchen an! Peter, komm mal wieder her! Oh, schau dir das mal an, Digga! Das haben wir selber gemacht! Das ist der Chuck. Nee, das ist ein Scar, sieht man noch, ein goldener! Und, wie gefällt's dir? Darf ich essen? Ja, deshalb sind wir ja hier! Deshalb, also, nicht anfassen! Warte, ich hol mal kurz an! Ja. Sascha, doch, warte, komm. Ah, okay, ja, okay, dann weiter. Deinen 25. Namenstag feierst, Sascha. Habe ich mir eine kleine Überraschung erlaubt und bin hingegangen und hab dir ein absolutes Lieblings-Minecraft-Item gebacken. Guck mal bitte. Ein Kuchen. Laktosefrei. Laktosefrei? Glutenfrei. Wenn du da nachfragst, dann muss es ja von dir sein. Guck mal, Freddy, Alter, ist das nicht geil? Ja. Ja, dann haben wir die Kuchen ja gemacht. Alles Gute. Aber ist es nicht von... Alles Gute. Dankeschön, aber ist es, das ist doch gar kein Minecraft-Item, oder? Das ist doch Fortnite. Das ist Fortnite. Das ist geil, oder? Das ist doch dieses Getränk-Ding da. Guck mal, Digga. Das ist ja schon angeschnitten. Ja, weil ich gegessen habe. Ja, wir möchten alle ein Stück auch. Ja, deshalb sind wir jetzt hier. Ja, genau. Für die Leute, die das Video noch nicht gesehen haben, das kam ja schon online. Check das auf jeden Fall mal aus. Das waren ja die beiden, die das quasi gemacht haben. Und Kilian und ich, die einfach nur... Alles Gute nochmal zum Geburtstag, ne? Dankeschön. Sagen wir doch was, dass du Geburtstag hast. Ich hab nicht Geburtstag, aber... Ja, Geburtstag. Aber trotzdem nett, dass du gratulierst, wirklich. Ich verteile es aber groß. Vielleicht, ja okay, die Torte muss ja weg, ne? Ja eben, die haben doch alles hier. Gar kein Problem, wenn ich da bin. Hungrige Männer hier, so passt hier. Sascha, möchtest du auch ein Stück haben? Ist laktosefrei, ja, genau, auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, aber wir haben was da reingemacht, das werdet ihr morgen Abend noch merken. Und warum genau hast du das angetan, hast du mit Revi gemacht? Ich weiß es nicht, der hat mich gezwungen. Gezwungen ist jetzt das falsche Wort. Ganz kurz, wie schmeckt's? Richtig gut, wirklich. Schmeckt echt gut. Mega gut. Hat Revi daran was gemacht? Ja. Mehr die Glasur außen rum. Also das schmeckt man auf jeden Fall, dass Revi das gemacht hat. Revi? Ja? Hast du davor die Hände gewaschen? Nein. Okay. Ich habe ihn doch gerade gezwungen, habt ihr das nicht gesehen? Sascha, das für dich? Ein Alu-Teller? Ja, mega, ja. Mit diese kleinen kaputten Mit Schokoüberzug aber. Die habe ich schon weggetan. So, wie soll ich... Das soll ich jetzt ein Stück schneiden? Ja, wir haben leider ein bisschen spät an diese Alu-Platte gedacht. Digga, das ist das größte Kuchenstück der Welt einfach. Mach ganz schmal, weniger. Nee, es passt schon, ich esse das. Aber du darfst nicht den größten Kuchen der Welt in Jeans setzen, weil sonst fühlen sich die Prank bloß angegriffen. Sascha, ein Stück Kuchen für dich. Warte, Thomas, das bringen wir kurz Izzy. Izzy hat ja bestimmt auch Hunger, der freut sich sicherlich. Über ein kleines Stück Kuchen. Freddy? Nee, freu mich nicht. Kleines Stück Kuchen? Freu mich nicht. Nur ein kleines Stück, guck mal. Ich hab gar kein Stück. Freu mich nicht. Ganz kleines Stück. Kleines Stück Küchen? Nee, gut, dann halt nicht. Dann bringen wir es kurz Izzy, warte mal. Der freut sich aber.
ist der mit dem Aquarium, oder? Genau. Hallo! Boah, hast du mich erschrocken. Schon wieder erschrocken. Esi, ich hab Kuchen gebacken. Kleines Stück Kuchen für dich. Ganz kleines Stück Kuchen. Du hast da doch locker Hanf drin oder so eine Scheiße. Da ist doch nichts drin. Alles essen gerade alle nebenan. Und wenn du es Hallo. Nicht... Hier, der Hallo. Hat meine ist das alles? Gemacht. Guck mal, kleines leckeres Stück Kuchen. Das war mal ein Chuck-Chuck. Du willst mir das ganze Stück geben? Ja, du hast doch Hunger. Du bist doch ein großer Mann. Ist der wirklich lecker? Esi streamt gerade. Der streamt gerade. Ja. Das ja, ist ja nicht schlimm. Der ist glutenfrei, laktosefrei, den haben wir gestern hier. Ist der Chuck-Chuck-Cake. Von Chuck-Chuck-Cake. Kennst du Chuck-Chuck? Ja. Den haben wir gemacht. Dankeschön. Ich habe gerade gepupst. Guten Hunger, ne? Danke. Also Leute, ich glaube, jeder von uns hat ein Stück Kuchen bekommen. Ich hoffe mal, es schmeckt auch allen. Nee, ist Chuck-Kacke. Ist Chuck-Kacke? Chuck-Kacke. In diesem Sinne, schmeckt. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Schaut bei den ganzen Jungs vorbei. Bei Simon. Bei Yeshi. Bei Julia. Bei Izzy. Bei Jody, bei Nico. Thomas? Ja. Bin ich in der Beschreibung ganz oben verlinkt? Nee. Gut, dann esse ich jetzt auch mal ein Stück. So.